Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, der kleine Drake hat mal sein Pack abgedatet. Wir sind jetzt auf der Version 251. Lasst mich lügen. Ja, 251. Hab die restlichen Kabel angeschlossen. Also das Ding läuft jetzt und das Ding läuft jetzt. Und der da ist jetzt dran und auch der da. Genauso wie ich das Kabel hier nach drüben verlegt habe. Man sieht auch, die Maschinen stehen nicht mehr hinten, sondern ich habe jetzt so hier einen kleinen Durchgang, weil ich ja hier noch erweitern will. Da läuft jetzt mein Electrolyzer, den habe ich jetzt auch mal ein wenig dran geschlossen, dass ich da auch mal ein bisschen mehr Clay reinhauen kann. Extruder, Chemical Reactor, Advanced Mixer und Distillery. Dann habe ich mir vorher noch schnell eine zweite Zentrifuge gebaut, weil mir mittlerweile nämlich das Raw Rubber Dust ausgegangen ist. Dann kann ich nämlich weiter meine Erze immer wieder verarbeiten lassen, ohne den ausschalten zu müssen. Und wenn das dann fertig ist, habe ich da oben schon Raw Rubber Bot drin. Ja, also das heißt, wir haben da jetzt ein bisschen was zum Erledigen. So, bisschen was an was sich erneuert hat, habe ich schon gesehen. Und zwar, wenn man jetzt zum Beispiel auf die Maschine hier drauf steht, es steht jetzt dort in Progress, ist jetzt halt auch die Zeit mit angegeben. Habe ich auch bei denen hier. Oh, der ist auch wieder durch. Habe ich noch Eisen da? Ja, aber zu wenig. Ich gehe mal schnell 60 Stück holen. Weil für die Sachen, die wo jetzt dann demnächst kommen, werde ich richtig Stahl brauchen. Gib ihm Asche. Du kommst da oben hin. So, ja, also ein bisschen, was machen wir heute in der Folge? Wir machen ein bisschen was abarbeiten. Und zwar ein bisschen gelesen. Also man kann hier Damaskusstahl kaufen. Das habe ich gerade mal gemacht. Den Mixer, weil ich ja den abgebaut habe, hat er erkannt. Claimen uns gleich. Dann bei LV hat er eine neue Quest hinzugefügt und sie heißt Magnesium Source. Die werden wir auch noch im Nether abbauen. Ich gebe mir erstmal Stahl. Oh, das ist eine andere Pizza. Gut. Oh. Hearty Breakfast. Und das geht in die andere Teil rein. So, dann räumen wir hier noch schnell den Käse hier auf. Bisschen Chemie. Ich glaube, ich brauche 210. So, weil dann machen wir nämlich auch gleich bei Coins, Coins, Coins weiter. Denn die Endermänner, der war clever. Muss ich mir jetzt auch immer wieder mal geben. Kann ich dann auch gleich hier reinschmeißen zum Aufräumen. So, und was haben wir jetzt hier noch? Generate Power, genau, weil ich den ja auch abgebaut habe, weil der steht in der Kiste drin. Heavy Fuel Cell. Die ist gut, die kann ich gleich im Mixer schmeißen. Benzin mache ich momentan gar keins. Nein, ich habe Ethanol hergestellt, genau. Mal weg. Hier auch 5. Ich habe jetzt auf jeden Fall festgestellt, so richtig weiter vorankommen in MV werde ich jetzt erst, wenn ich
jetzt mit Chemie richtig anfangen. Oh, ich brauche hier die 11. Dann muss ich mir jetzt hier dann auch noch diese da geben. Ethanol nach unten. Dann arbeite da auch. Lass mal arbeiten. Sehr schön. Dadurch, dass ich jetzt das angeschlossen habe, ist mir nämlich eins klar geworden. Ich habe jetzt auch genügend Strom. Einen Daumen drück, dass es so ist, um schöne Sachen zu machen. Das allererstes, was ich jetzt brauche, ist erstmal ein bisschen Stein. Soweit ich weiß, 5. Denn ich muss jetzt mit dem hier ein Crossbow Body machen. Ich überspringe jetzt sozusagen, aber ich will mir sowieso noch einen zweiten Crossbow bauen, was kein Problem ist. Falls mal ich mal wieder sterben sollte, dass ich auch die Möglichkeit habe, mir den wiederzuholen. So, das gießen wir uns jetzt. Und den Body ist nämlich jetzt das, was wir auch brauchen im Extruder. Ich muss es dann nur aufpassen, dass ich nicht zu viele Sachen laufen habe. Denn das muss jetzt hier rein. Und was ich jetzt brauche, ist Damaskus. 5 Stück. Wenn ich mich nicht täusche. Genau, kostet 5 Stück. So, und jetzt fängt er das Arbeiten an. Der braucht jetzt 640 Sekunden. Und ich glaube über 1,2 Millionen EU. Also der frisst jetzt richtig. Wir gehen mal schnell runter. So, bis jetzt interessiert es aber den noch nicht. Weil jetzt hier ja laufen jetzt 16 Stück. Und hier habe ich jetzt 3,3 Millionen drin. Hier habe ich 3,2 Millionen drin. Ja, also ist jetzt nicht bahnbrechend. So, aber wir wollen unseren Crossbow verbessern. Den habe ich auch, glaube ich, schon repariert. Bei mir geht es auf den Zeiger, dass der alle 5 Minuten kaputt ist. Der hat momentan eine Durability von 48. Das wird sich jetzt gleich ändern. Draw Speed habe ich 0,25 Sekunden. Arrow Speed weiß ich nicht, aber noch sich verbessert. Bin auch gerade dabei. Genau, habe nämlich 50 Redstone noch drauf und ist das nächste bisschen Lapis. Und Redstone habe ich auch momentan einiges verbraten, weil ich die ganze Zeit jetzt auch Material herstelle. Weil jetzt brauche ich mich um den Strom nicht mehr kümmern. Das ist super. Leute, das ist lieber ein bisschen Zeit investieren und den Strom aufbauen, als ja, hätte ich glaube ich eher machen sollen. So, wir warten jetzt noch ab, bis der durch ist. Müsste ich, glaube ich, 9000 haben. Jawohl. Kann man den auch nämlich gleich aufräumen. Ja, da kann der nämlich weiter was jonglieren. So. Da sind 10 Stück drin. Und der müsste schon weitaus mehr haben. 18. Der hat später angefangen. So, dann haben wir hier nochmal Red Alloy. Redstone Alloy. Schon wieder dunkel.
So, was mir noch nicht so aufgefallen ist, weil ich sie aus Versehen gemacht habe. Die Better Barrel. Haben tue ich hier keine. Ich habe noch was rausgefunden. Und zwar, das T-Drücken kennt man ja, ne? Jetzt wird hier angezeigt, ich kann es hier aufräumen. Wenn ich jetzt Y drücke, müsste die Standardtaste sein. Dann sieht man, wo die stehen. Finde ich klasse. Geht auch mit Maschinen und so weiter. Also da sieht man alle Blöcke, die wo irgendwo schon platziert sind. Also müsste normalerweise. Ah, okay, mit dem geht's nicht. Also alles, was so Barrels und so weiter ist, also die findet man dann auch da drin. So. Weil für mich macht es keinen Sinn, dass ich die ganze Zeit immer nach oben renne. Und der Drawer das leider nicht kann. Den ich ja auch gerne nach oben drehen. Macht hier jetzt zum Beispiel keinen Sinn, weil das sind zu viele Sachen drin. Aber überall ja, wobei, das mache ich hier hin. Einfach, dass du gleich Zug macht. Ja, weil ich muss ja, ich tue ja momentan immer wieder meinen Rucksack sozusagen ausziehen, weil das Zeug halt in meinen Rucksäcken verschwindet und das nervt. Also habe ich mir jetzt überlegt, das ändern wir jetzt ganz einfach. Weil jetzt habe ich zum Beispiel hier meinen Drawer drin. So, dann habe ich jetzt das hier dann auch. Das machen wir jetzt noch einmal. Und ich werde den aber immer vorne lassen. Also das heißt, wenn jetzt das einer ist, ja, macht es vielleicht dann auch Sinn, dass ich den dann hier auch hinmache, nicht da vorne. Fackel. Und das machen wir auch hier. So, da kommen hier jetzt zwei hin. Zack und zack. Kann ich nämlich jetzt schön brav meine Felder hier leer machen. Und irgendwann, wenn ich merke, ich habe oben nichts mehr in meiner Küche, kann ich hier runtergehen und was holen. Ich finde das viel, viel angenehmer. So, mein Problem ist jetzt halt nur leider, ich habe zu wenig Jabba-Fässer. Aber die kann ich ja auch gleich hier wegen laufen lassen. Vielleicht mache ich das bei denen auch so, dass ich die dann vielleicht irgendwie auch da vorne hinstelle, dass ich dann Drawer hinstellen, vierfachen. Den kann ich aber dann komplett leer räumen oder so. Ich weiß es noch nicht. Also da muss ich mir auch was überlegen. Weil irgendwann sollen ja die dann auch automatisch abgefarmt werden. Aber deswegen ist ja auch da unten drunter dann auch ein bisschen Platz. So.
Genau, so, das heißt, du kommst dahin, du kommst dahin. Und wir freuen uns. So, wenn ich schon da bin, die Bienen sind auch durch. Schmeißen wir die auch rein. Ja, gleich mal wieder wegen Honeycombs mit. Die muss ich nämlich auch demnächst mal das auch bisschen mehr überlegen, wie man das macht. Weil da muss ich natürlich auch jetzt dann mehr machen, weil der soll jetzt dann auch mal das Bienenwachs und den Honig und so weiter auch schon mal wegen in Angriff nehmen. So. Genau, das war jetzt Teil 1. Dass wir sozusagen da schon mal ein bisschen eine Idee haben, wo es hingehen soll. Okay. So, 11 Stück. Wir schmeißen Holz rein. Hau drauf. Diesmal gewollt. So, ich habe hier noch ein bisschen Kupfer. Ist auf jeden Fall schon mal ein Stack. Wie gesagt, das ist mittlerweile auch bei mir Standard. Das ist das, sobald ich da ein Stack habe, von was läuft durch, wird aufgeräumt. Weil ich habe es ja nicht mehr in der Kiste, wo ich nur noch 4 Stacks habe. So, Golddust, wenn der auf 32 ist, da läuft, glaube ich, noch ein bisschen Kupfer durch, oder? Nein? Gut. Da läuft gerade Cal Copyright durch. Auch nicht schlecht, so und das kann auch gleich wieder raus und da rein. Danke. Da läuft jetzt gerade letzte durch und der ist gleich fertig. Dann machen wir Teil 2, dann kommt noch Teil 3 und hoffentlich noch Teil 4. Weil wir möchten ja auch mal demnächst mal wieder ein wenig Freude haben, weil ich möchte mir irgendwann auch den besseren Wand noch bauen können. Ah, und dann müssen wir ja mal in den lieben Twilight. Und dass ich immer meinen großen Stock benutze, das ist nicht schön. Das gefällt mir nicht. So, dann haben wir schon mal das. Dann haben wir hier noch Oxy. So, und jetzt haben wir den Damaskusstahl. Und das Schöne ist, ich kann jetzt hier auch switchen. Das ist nämlich auch neu. Weiß ich gar nicht, ob ich es gesagt habe. Der ist für mich neu, also finde ich neu dazugekommen. So, und wir bauen jetzt mal den raus. Ne? Und jetzt haben wir hier, also wie gesagt, wir haben momentan eine Durability von 48, eine Effektive von 68, ein Draw Speed von 0,25 Sekunden und ein Arrow Speed von 8,64. Jetzt haben wir eine effektive Durability von 342 und alles andere ist, glaube ich, gleich geblieben. So, das Einzige, was sich jetzt, glaube ich, ändert, ist das Reparaturmaterial. Genau. Saumium. Sagen, wird mir zum Beispiel noch vorgeschlagen als als besseres Material. Aber wie gesagt, ne, jetzt sind wir mal, haben wir uns ein bisschen verbessert. Und ich kriege mal wieder ein Timeout. Danke fürs Gespräch. Ich hoffe, dass jetzt wieder nichts treibt. Ich habe
dass irgendein Server down ist. So. Dankeschön. Ich bin also momentan wirklich dabei, viel Clay durchzubatschen, weil ich möchte jetzt endlich, dass wir den Käse hier mal ein bisschen wegkriegen. Ich habe aber leider schon wieder ein Fass hinten. Ja, andere freuen sich, ne? Ich find's. Nein, aber ich. Warum mache ich's? Vor allem, weil ich Oxy brauche. Weil ich möchte jetzt endlich mal dann auch sagen können, okay, wir jagen jetzt mal da ein bisschen Oxy durch oder wir ja, also dass ich Polyethylen herstelle. Weil, wie gesagt, wir brauchen das. Demnächst wird es alles so aufgebaut, sobald wir unten sind. Da habe ich jetzt schon ein bisschen was mitgekriegt, dass Butan oder sowas ähnliches mit das Beste sein soll ab MV. Dass man da oder B10. Ja, das wollen wir rauskriegen. Auf jeden Fall, dass das halt so eine Art Naturprodukt ist und dass man aus dem Naturprodukt halt besseres oder nicht besseres, sondern halt unendlich Energie erzeugen kann. Da bin ich halt jetzt beim Gucken. Was das halt genau ist. Ja, okay, das wäre ein Gasturbin. Dann schauen wir mal da rein. Halt. Gasturbine haben wir ja da. Die sind auch neu. Und der ist auch, also Gasturbine, dass ich jetzt das hier sehe, habe ich auch rausgefunden, ist auch neu. Also Nitrobenzen, das ist ein bisschen arg übertrieben. Ether. Benzin, das da war's. 360 EU. Und das macht man, glaube ich, aus genau Wood Tar. Das kann man, glaube ich, in Pyrolyse machen oder in der Distillery. Das schauen wir auf jeden Fall raus. Also das wird irgendwann sozusagen. Sobald ich den Pyrolyseofen habe, macht es mal meistens Sinn. Schaut mal, Wood Tar 1500. Könnte man jetzt sogar hier komplett aufteilen. Dann hätte man Benzin 400 Liter. Ja, da habe ich jetzt 80 Liter. Ja, Distillation Tower ist aber leider, glaube ich, HV, ne? Ja, also hätten wir auch Creosote Oil, Toluen und so weiter und so fort. Also da schaue ich auf jeden Fall hin. Kann sein, dass ich das erstmal mit Diesel mache. Dass ich dann auch dass ich das aber in MV aufbaue, also hier LV. Hauptstromleitung wird dann schon MV. Aber da müssen wir halt auch genügend Material haben und das dann auch durchgejagt haben. Wie gesagt, Erzverarbeitung, das wird auch was Größeres. Habe ich auch. Ich habe jetzt zum Beispiel schon mal angefangen. Und das ist ja für mich Kladderadatsch, was man immer wieder gebrauchen kann. Sehe ich zum Beispiel das Filing-Kabinett. Kann ich jetzt hier mit noch dazu machen. Kann hier weg. Denn ich habe jetzt sozusagen jetzt dann hier Stromerzeugung oder Maschinen. Kann man jetzt sehen, wie man will.
Dann habe ich hier meine ganzen Flüssigkeiten. Dann haben wir hier die Mischmaterialien, Batterien und anderes Gedöns. Basic Semi-Fluid Generator kann ich wegschmeißen. Basic Gas Turbine kann ich auch wegschmeißen. Da kommt jetzt dann Circuit in Batterien rein. Dann, wie gesagt, hier. Dann habe ich jetzt hier sozusagen mal alles rein, was ich jetzt finde als Tank. Wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ey, es gibt noch einen genialen Tank, schreibt es mir in die Kommentare, kann ich sie eigentlich hinzufügen, dass ich weiß, wo ich hin muss. Also das sind jetzt auch schon Tanks dabei, die ferner liefen sind, ne? Genauso hier, der normale Chest-Buffer und der Super-Buffer. Ja? Das sind auch Super Chests dabei und Quantum Chests. Also da habe ich jetzt ein bisschen was dazu. Momentan ist ja das noch blockiert vom anderen Server. Es kann sein, dass ich den rausschmeiß. Ja, dass ich jetzt das dann alles peu à peu mal hier abarbeite, alles weghau, was ich nicht brauche. Basic Pump zum Beispiel definitiv. Fluid Tank, den kann ich auch weghauen. Ja, dass das dann mal wegkommt, dann habe ich sogar hier noch den dann frei. Und das wandert ja dann nach vorne. So, genau. Dann wollte ich auf jeden Fall, weil ich habe jetzt schon mal gesagt, ich habe ein paar Quests, wo ich bis heute noch nicht angelangt habe. Und zwar, ich soll einen Rapier machen. Da ist alles passiert. Ich brauche dafür Bronze. Gehen wir mal nach hinten. Ja, aber bitte das andere hinten. Und wir schmeißen da mal ein bisschen was rein. Jetzt werden wir auch gleich sehen, was wir da noch alles brauchen. So, und dann holen wir dich auf jeden Fall auch wieder raus. Kommst erstmal dahin. Wie gesagt, die Balls kann ich ja auch noch irgendwann verbessern. Wie gesagt, wir machen jetzt mal ein besseres Schwert. Sword und Tool Rod. Hab ich den anderen Tool Rod, habe ich in der Kiste? Jawohl. So, ich brauche jetzt dann Schwert und Tool Rod einmal und zweimal. Und ein Crossbar. Jetzt muss ich noch schnell gucken. Hä? Seit wann macht man so ein Schwert? Da fehlt nämlich noch eine Kleinigkeit. So, okay, also davon machen wir mal zwei. Und wie gesagt, hat halt den Vorteil. Ist schon alles weg? Nö. Schon gedacht. Das heißt dann, das Schwert kommt da rein, das Toolrod kommt da rein. So, ich brauche jetzt was? Ich brauche jetzt für ein Making a Better Sword. Habe ich überhaupt schon, habe ich überhaupt das Schwert machen müssen? Nicht, dass ich wüsste. So, jetzt brauche ich die Info. Halt. Aus Steam. Nee, war sogar 11. The Stone Age. Crossbar Cast, okay.
Mach mal die. Was wir haben. Das nehmen wir mal auch. Die anderen kann ich immer noch machen. Wie gesagt, die werden jetzt auch mal auch gelevelt. Und vor allem, ich habe jetzt dann auch was mal um Schwerter und also diese blöden Netze da wegzumachen. So, als allererstes hätte ich gesagt, wir machen jetzt ich glaube, das gehört sogar so. Das ist es dann. Drex Long Sword of Death. Gut. Und das, was wir jetzt noch brauchen, ist das Rapier. Ja, geht leider nicht. Ich muss da, oder? Nein. Doch, weggegangen. Drex Rapier of Death. So, ich habe jetzt auf jeden Fall mal was dabei, um das zu machen. So, was jetzt absolut keinen Sinn macht, ne? Ist ein Bogen mitzuschleppen und ein Crossbow. Dafür kommt jetzt dann hier der Rapier rein. Ich glaube. Genau, der hätte den Sprungangriff und der Rapier ist genau das Gegenteil. So, und jetzt tun wir nämlich mal die Picke, solange ich sie nicht brauche, einfach mal aufräumen. Und so viel zu. Wir nehmen nicht alles mit. Du kommst mal da rein. Habe ich schon mal meinen Bogen da. Dann claimen wir das. Dann claimen wir dich auch. Ja, das habe ich verstanden. Also er zeigt einfach nur an, was hier steht, dass man halt kein Ball of Moss findet im NEI und dass man das halt über saumende Mickern findet. Für den Schock gibt es gleich mal ein Bier zum Hinterherspülen. Auch super. So, ein Bier kann ich dann gleich mal aufräumen. Die Lootbags kommen hier rein. Und Freude. Und weg. So, was gibt's denn noch, was man hier eventuell sagen? Fallen from the Sky, Skystone. 256 Stück, die habe ich noch nicht abgebaut. Rear Ore. Did you look for days? Find Diamonds, Redstone, Tantalite, Zetus Quartz oder Mica? Well, for a few mix you can use different ores like Coal for Diamond, Vein oder Quarzit Ore. Oder, ja genau, das kennen wir schon. Das haben wir schon die ganze Zeit so gemacht. Das ist auch mal weg. Compact Drawers. Ich brauche kleine zweifach. Zwei Stück noch. Die bauen wir jetzt einfach. Hat man haben, das hat man. Das kommt dann da oben rein. Wie gesagt, wir möchten heute ein paar Kleinigkeiten wegkriegen. Dann hätte ich gesagt, wir nehmen die Framed, die Vierer. Ein bisschen was zum Essen. Ich habe dein Herz aufsteigen sehen. Habe ich noch nicht gegessen. Sehr schön. So, Pressure Plates. 10 Stück. Okay, die habe ich jetzt natürlich noch nicht gebaut. So viele brauche ich nicht. Was steht da hinten? Dass ich mit Creased Oil auch
im Furnace arbeiten kann. Ja, das wissen wir. Das mache ich schon die ganze Zeit. Die Goldchest. Ja, die habe ich noch nicht gebaut. So, und hier hinten, da muss ich noch ein bisschen was rasieren. Das Chat, das habe ich nie gebraucht, weil ich den We Umweg gegangen bin mit dem Baum. Und die Better Barrels. Oder die. Ah, die soll ich craften. Ja klar, ich habe sie gecraftet, aber halt mit einer Maschine. Dafür brauche ich Logs, eine Chest und ein Half Slab. Fünf Stück, oder? Ist egal, machen wir jetzt, weil ich kann die sowieso brauchen. Das war ja am Anfang traurig und schwer. Jetzt ist es Bibifax. Dann nehme ich gleich noch mal zwei. Ist auch weg. So, dann haben wir hier noch die Iron Sis. Dafür brauchen wir Eisenplatten, Ingot. Komm, das machen wir auch gleich. Eisenplatten, Ingot. Ich habe keine Sticks einstecken. Ist das jetzt mein Ernst? Das geht nicht, weil ich keine Sticks habe. Weil sie vorhin wieder raus habe. Ich könnte mir vorstellen, dass ich sogar die irgendwo da drin habe. Ne, ich habe nur einen. Egal. So, den machen wir auch. Hat einen Vorteil, dass wir jetzt dann auch was haben, um Bäume zu Platz zu machen. Bauen wir noch einen zweiten. Kommt hier rein. So, dann haben wir hier noch Ringe und Stahlringe drin. Die kommen auch gleich weg. So, Stahlringe kommen hier hin. Eisenringe kommen hier hin. Ah, ich merke gerade wieder, ich fetz gerade hier wieder rum. Ja, aber es bin ja schon mal auf einem schönen Weg. More like too many items. Here are some tips for using any eye. When you have inventory open, you can type the search items in the textbar at the bottom. Make sure. Go. Genau, das ist das, was wir rausgefunden haben. Das da ist das, was ich jetzt gerade rausgekriegt habe. Steht hier schön. Das ist sehr gut. Das habe ich nämlich nie, das habe ich nie gelesen oder überlesen. Now you have an extra fancy bookmark feature. The default key is A, but can be changed in the NEI config window. Bookmark will be seen left side in the inventory. Can look up in the receipt to move a bookmark. Drag it with Shift. Aha. Okay, gelesen, verstanden. Weg, haben wir auch. Was haben wir hier nach oben? Genau. Das ist jetzt halt auch ein bisschen NEI. Das, wenn man zum Beispiel Shared using Ortic, dann gibt man halt Raute ein, use Asterisk, also einen Stern. Als Wildcard, Edge Mod, dann hast du den ganzen Mod. Wenn du dir so einen Pfeil eingibst, dann kannst du sagen, du möchtest jetzt aus Soundcraft die ganzen Tables wissen.
Genau. Also auch ein paar schöne Funktionen. So, genau. Das ist Foodlist. Das ist das Buch. Haben wir auch erledigt. So, was haben wir jetzt dann noch hier? Braucht noch einen Sattel. Der ist noch ein bisschen, der ist uninteressant. Das da, das da. Ein Javelin. Genau, der hat nämlich nur 7 Throws. Das macht erstmal für mich keinen Sinn. Wie gesagt, da macht diese andere Stecken viel mehr Sinn. So, wir müssen hier hin. Du kommst dahin, du kommst dahin, du kommst dahin. So, wir haben jetzt sozusagen eigentlich fast alles. Ein Dispenser. Habe ich nicht einen Dispenser in irgendeiner Kiste? Ich habe einen Dropper, aber keinen Dispenser. Nee, den will ich auch gerade nicht bauen. Aber hier haben wir jetzt schon mal ziemlich viel weg. So, bei Steam. Gibt es hier noch irgendwas, wo man sagen kann, Waffen oder sonstiges? Einen Renamer habe ich jetzt eigentlich nicht mehr so häufig gebraucht. Okay, ich habe jetzt noch nicht komplett die Erzverarbeitung laufen, wo es mir ab und zu passiert ist, dass ich den Renamer gebraucht habe. Wie ich die Eisentür aufkriege, ist mir auch egal. Dann gibt es auch noch Another Use Java, dann gibt es HP Solar Boiler. Ja, dafür brauche ich Reinforced Glass. Reinforced Glass war Carbonplatten. Das ist absolut, ja. Momentan macht es keinen Sinn. So, bei LV. Wrench. Und Screwdriver in elektrischer Form. Hier gibt es Lampen. Okay. Thanks to Fireless Work of the Devs, you can now use Salts to IO Fluids directly from the interface of GT Machines. Just click on the fluid while holding a cell or other fluid container item. Points to consider. Left-click to attempt filling, emptying all fluid containers, hell on cursor. Das ist jetzt das, was ich jetzt für mich als neu rausgefunden habe. Genau, right-click to, also left-click, right-click, ja. All fluid containers can be used in a standard GT-Tank. Super Tanks oder Voltage Tank are supported, included but not limited to water bottles, vanilla buckets, IC2, bla bla bla, okay. Okay, 1000 Liter oder 144 Liter ist Molten. Aber ich weiß nicht, habe ich das letzte Mal schon gesagt? Wenn nein, dann sage ich es jetzt. Wenn ja, Pech gehabt. Genau. Ich sage doch immer 1000 Liter. Man muss dran denken, die Amerikaner oder englischsprachig und deutsch ist die Schreibweise anders. Und zwar machen wir mal schnell ein Textfeld auf. Also wenn man jetzt in Deutschland ist, schreiben wir 1000,00. Ja? Ein Amerikaner würde schreiben, so. Also die machen einen Punkt hin, kein Komma.
Und hier steht 1.000L. Also ist das ein Liter. Ja, auch hier 1.000 von 64. Also 6 Liter. Das sind 1 Liter Eimer dann. Ich habe zweimal gemeint, das sind 10 Liter Eimer, was dann, wie es aussieht, ein 1 Liter Eimer. Ja, also nicht 1000 Liter, sondern 1 Liter. So, dann legen wir uns mal schnell hin. Und ich glaube, die Amerikaner schreiben auch noch was anders. Und zwar, sie schreiben das, ich glaube, so. Wenn es 1000 sind. Da bin ich mir aber nicht sicher. Wenn das jemand weiß, schreibt es mir mal bitte in die Kommentare. Kann ich mir natürlich auch irren, dass das doch ein Komma ist. Und dass es doch 1000 Liter sind. Nur weil es halt, wie gesagt, weil ich kenne es halt bei uns so. Wir schreiben es meistens so. Also ich habe es jetzt noch nicht gesehen, dass wir es so geschrieben haben. Wobei, doch, habe ich auch schon, glaube ich, gesehen. Also ich kenne es mehr mit Apostroph. So, klicken wir weg. Bevor ich jetzt noch weiter Blödsinn erzähle. So, was haben wir hier? Enderman. Genau, wenn man Enderman fängt und den in der und ich habe dann einen, der sozusagen in der Schmelze steht und unsterblich ist. Ja, man hatte das Problem, dass wenn man dann irgendwann den Server verlässt oder wie auch immer, dass der dann decayt. Oder man eine ganz gewisse Entfernung hat, dann verschwinden die. Dann haut man dann Nametag drauf. Und wenn du da halt einen hast mit Region, dann haust du da einen Nametag drauf und dann hast du eine unendliche Quelle von Enderperlen. Darum kaufe ich auch gerade Endereier. Immer wieder. So, dann haben wir hier jetzt noch einen Electric Macerator. Dafür brauche ich ja, ich bin nämlich gerade beim Überlegen, ob ich noch schnell was Kleines bastel. Für oben, der Basic Extractor. Dafür brauche ich eine Pumpe, einen Piston, zwei Circuits. Das dürfte doch jetzt eigentlich alles kein Problem mehr sein, oder? Das sowieso nicht. Das auch nicht. So, haben wir mal eine Pumpe. Haben wir einen Piston. Weil noch Glas. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich das Glas hin habe. Das war mal hier. Da ist es aber nicht mehr. Gott, dieses Gerenne. Oder habe ich es vielleicht einstecken? Ja. Das haben wir auch, das haben wir auch. Kommst du noch da rein? Dann gehen wir mal schnell hier auf die 8. Zumachen. Rausnehmen. Einlegen.
So, mir fehlt jetzt natürlich Zimtkabel, war ja klar. Ja, froh, dass ich gar nichts aufgeräumt habe. So, und ich hätte jetzt aber gesagt, wir gehen auf die 24 und lassen den mal arbeiten. Und hauen hier gleich noch ein bisschen was rein. Dann kann er auch mal durchziehen. So, und dann kommt jetzt dann der Basic Extractor nämlich hier hin. Bis auf den Piston, den ich hier habe, und die Pumpe. So, und dann habe ich nämlich jetzt den auch endlich abgeschlossen. So, und dann kann ich jetzt nämlich dich verfrachten jetzt erstmal hier hin und dich auch. Muss ich auch mal endlich aufräumen. Habe ich noch ein 8-Fach-Kabel? Nein, habe ich nicht. Greg, was machst du gerade für einen Blödsinn? Weißt du gerade selber nicht, oder? Fröhlich pfeifend, schnell das Kabel gemacht. Hat er keinen Verlust? So, Kleber muss weg. Heißt, ich muss jetzt auch bald wieder Kleber verwenden. Ja, der läuft momentan auch. Oder ich muss einen größeren Tank bauen. Ist auch kein Ding. So, okay, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Maserator hätte ich mir jetzt auch noch machen können. So, haben wir hier noch was, ja. Die Coin schmeißen wir jetzt mal schnell. Nein, 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 nein. Ich bin, also neben die Coins bin ich gerade. Also das wäre ja jetzt ja. Keine Ahnung, ob das irgendwann auch wieder aufhört. Das aussieht nicht. Ich habe jetzt durchgehend Speed. Steht jetzt dort 0,00. Ich habe es immer noch. Irgendwann ist es weg oder ich habe es ewig oder ich beim Reloggen wieder. Keine Ahnung. Wenn man halt gezielt was machen will, ist es halt sehr schwer auf einmal. Ist egal. So, genau. Ich kann auf jeden Fall dann mit dem Kleber anfangen, mir noch Holzplatten zu bauen. Die kann man gut gebrauchen. Ich kann, glaube ich, noch andere Sachen zusammenkleben. Ist egal. So, schauen wir mal, ob wir noch irgendwelche Waffen oder sonstiges haben. Er sagt noch, a new alloy. Magnesium Dust und Aluminium Dust. Magnesium habe ich momentan keins. Die Quest ist ja neu dazugekommen. Magnesitohr. Das ist sozusagen, ich glaube, ich kann auch aus Marble Magnesium machen, oder? Genau. 8 Marble Dust ergeben ein Magnesium Dust.